In der freien Datenbank PubMed können Sie wissenschaftliche Veröffentlichungen recherchieren. Um die Volltexte lesen zu können, benötigen Sie teilweise die Lizenz, zum Beispiel durch die Universitätsbibliothek. Sie können aber auch auf frei verfügbare Ressourcen zurückgreifen, sogenannte Open Access Publikationen. Wie eine Publikation Open Access wird und welche Unterschiede es dabei gibt, erklären wir in einem anderen Video. Für Sie als Nutzende sind die Veröffentlichungen einfach komplett verfügbar, ohne dass Kosten entstehen. Um solche Publikationen gezielt zu filtern, benutzen Sie den Filter Free Full Text auf der linken Seite. Klicken Sie einfach auf das Kästchen und die frei verfügbaren Texte werden gefiltert. Nun werden Ihnen sowohl Open Access Artikel angezeigt, die direkt beim Verlag online verfügbar sind, Free Artikel, als auch Free PMC Artikel, die auf dem Repositorium PMC PubMed Central abgelegt werden. Das Repositorium gehört in das PubMed-Universum der NCBI. Hier werden zum Beispiel die AutorInnen-Manuskripte von Verlagspublikationen abgelegt und können kostenfrei gelesen werden. Auch die PDF kann geladen werden. Teilweise unterscheidet sich die Formatierung zur Verlagspublikation. Die Inhalte, Abbildungen usw. sind aber komplett identisch.